Moin liebe Freunde von Konoha und willkommen zurück zu einem neuen Part Naruto Ultimate Ninja 3. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir müssen einen feindlichen Shinobi stellen, der sich anscheinend an den Besitztümern von Tobirama Senju vergriffen hat. Auch bekannt oder eher bekannt als den Hokage der zweiten Generation. Ernsthaft, Lars. Der zweiten Generation natürlich. Mensch. Mann. Gut, dann werden wir jetzt erstmal den Shinobi stellen. Ich habe dir dann so das Gefühl, dass es Kabuto ist. Wo müssen wir denn hin? Ich gehe erstmal zu den heißen Quellen. Wie immer. Ja, hier sind wir durch. Okay, hier ist nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Trainingsplatz. Ich denke mal, dass er sich dort aufhält. Oh, Asuma ist hier. Okay. Hat er recht. Jetzt genießen wir erstmal die Asuma Sarutobi Schlaftherapie. Ernsthaft, legt er sich gleich noch dazu, pennt sie beide gegeneinander oder was der große schnarcht oder Duell. Das große Schnarchduell von Konoha, ich glaub's nicht. Wer schnarcht schöner und lauter? Super. Genau, Naruto. Leg dich noch dazu. Geil. Schön. Ach, geil. Shogi Rätselbuch. Jo, dann haben wir das auch. Oh, herrlich. So, was ist mit den beiden Spinnern? Beiden gleichzeitig, okay. Ja, mach das, Mann. Oh, übertreib's nicht so. Die Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt hin? Das ist jetzt gerade eher die interessantere Frage, die ich mir stelle. Ich gehe jetzt mal in den Konoha-Wald. Und dann treffen wir Orochimaru. Oh mein Gott. Nö. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, Orochimaru, ehrlich gesagt. Soll jetzt aber nicht heißen, dass ich ihn vermelde, ne? Also bevor das jetzt falsch... Auf der Mauer. Ich habe jetzt gerade nicht an die Mauer gedacht. Stimmt, die gilt ja auch noch. Die Mauer! Ja. Und schon ist sie weg. So schnell kann es gehen.
Ich fange jetzt erstmal an, hier die Charaktere zu sammeln, bevor ich zum grünen Punkt gehe. Denn ihr seht ja, nach jedem neuen Besuch ändert sich das immer wieder. Also damit jeder Charakter wohl mindestens einmal auftaucht regelmäßig. Da unten Azuma unterwegs? Ne, Kurenai. Ja, es ist sehr friedlich. Otonins treiben sich im Dorf rum und sie sagt, es ist friedlich hier. Jo, läuft. Läuft bei dir, Mädchen. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte weiter gucken. Das ist der fahrende Händler, der ist ja immer da. Shizune wartet da. Ich glaube, wir gehen gleich erstmal zu Shizune, wa? Anko! Auch ein Haar-Accessoire, okay. Die sieht man aber auch sehr selten, ne? Ich glaube, die haben wir vorher noch gar nicht gesehen gehabt. Gehen wir mit Shizune essen und danach taucht sie dann auf. Ich habe nämlich die Hoffnung, wenn man sämtlichen Bewohnern hilft und sämtlichen NPCs, dass man dann dadurch einen Charakter kriegt. Ja. Das ist immer eine gewisse Belastung, wenn man vom Liebsten des Hokage der fünften Generation die Nichte ist, dann hat man es nicht so einfach im Leben, ja? Von Dan nämlich ist sie die, ne? Temari! Da ist sie wieder. Ich finde das so geil, wie sie erstmal sagt, bist du dir eigentlich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Aber sowas von. Oh, da wollte ich jetzt nicht hin. Da sitzt sogar einer. Super. Der aber anscheinend so rotzevoll ist, dass er keine Ahnung hat, wo er überhaupt ist. Boah. 100 Rio, Wahnsinn. Wahnsinn! Was für ein Monsterbetrag. Vor allem bei ihr nicht. Weil sie ist ein bisschen spezieller drauf. Ne, ich erinnere nur mal an die Folge von der Schulenauswahlprüfung. そういうわけじゃねえけどさ。私の団子じゃねえってばよ。俺が怒ってんの。もうな。
Sei froh. Sei froh, dass sie deine Gedanken nicht mitkriegt. Bescheid. Und schon ist sie nicht da. Ja, läuft. Wie am Fließband, ey. Was ist denn los hier? Alter Shikamaru, ehrlich. Noch mal ein bisschen Geld. Keine Sorge, ich fahre die Mission noch fort. Das, läuft noch. Das machen wir alles. Wer ist denn da hinten? Bestimmt eine Zivilistin oder ein Zivilist. Zivilistin. Sah weiblich aus. Das ist Iruka, den haben wir schon durch. Vor allem, wie das klingt, ne? Den haben wir schon durch. Tenten haben wir auch durch. Ey, wie sich das anhört, ne? So, haben wir schon durch, paar Stunden. Hinata, genau, die fehlt uns auch noch. Ja, die wiederholt sich eh andauernd. So, dann würde ich gerne nochmal auf die Mauer gehen. Dann machen wir die Quest erstmal zu Ende und danach treffen wir uns nochmal mit Temari. Oh, Kimimaro, der eigentlich tot sein sollte. Was macht der denn hier? Yay! Ein Kampf, Freunde! Es gibt mal wieder ein bisschen Kampf-Action. Einmal alle 10 Jahre gibt es nochmal Kampf-Action. Nehmen wir mal Zabuza. Den hatten wir noch gar nicht. Zabuza Momoshi. Der Dämon des geheimen Nebels. Einer der 7 Schwert-Shinobi von Kirigakure. Gewinne den Kampf in 60 Sekunden, hohe Kampfstärke oder hohe Angriffsstärke des Gegners und gewinne den Kampf sowieso. Ja, das brauche ich mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr lesen. Schön verschwendet. Junge, was ist mit dir ab? Vielleicht jetzt keine so gute Idee, aber okay. Jawohl, erwischt! Tja, scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Ganz prima, ja. Kommt mir so ein bisschen so vor wie in der Schule, ganz prima. Sakon Stufe 18. Ultimative Jutsu Staubschlag, links trennen, Tritt rechts 2. Okay. Wie auch immer. Irgendwie so. Passt schon. Hat die Denkschrift des zweiten Hokage wiedergefunden. Auf Wiedersehen.
Tschüss, Ohne. Kennen wir auch schon. Mittlerweile dürfte ich ja bald alle Leute haben. Also vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir dadurch gleich vielleicht den zweiten Hokage als Charakter. Das wäre natürlich geil. Anko auch da. Geil. Nehmen wir die auch gleich mit. Wunderbar. Oh, mach das nicht. Das haben wir nachher echt noch eine zweite Tsunade. Oh, Hilfe. Noch eine Tsunade. Ich weiß nicht, ob Konoha noch eine Tsunade aushält. Oh, weia. Dingschrift des zweiten Hokage zurückgegeben. Eine davon dürfte das Edo Tensei sein, denn der zweite Hokage hat es erfunden. Das Edo Tensei. Dann gehen wir doch auch mal zum Trainingsplatz, ne? Wenn er schon so dezent hingewiesen wird. So ganz dezent? Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen tatsächlich den zweiten Hokage. Wäre geil. Sag nicht, ich kämpfe gegen den zweiten Hokage. Tatsächlich. Ja, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt echt gewesen. Ich kämpfe mal eben gegen den zweiten Hokage. Dann hätte ich jetzt echt gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Vor allem, seit wann kann Kakashi ein Jutsu des zweiten Hokage? Halte deinen Chakra über Stufe 2, ja, das dürfte nicht das Problem sein. Los, Guy, hol mir den zweiten Hokage! Dann ebenso. Arme Kakashi. Alter Schwede. 4000. Kakashis Belohnung. Dritten Arsch. Hinata, Stufe 13. Gai, Stufe 22. Läuft. Und der Part ist auch gleich schon wieder zu Ende. Oh, Alter. Das läuft aber auch hier echt. Wahnsinn. Ninjutsu Wasser versteckt Wasserwand anpassen. Ah, okay. Kriege ich aber nicht den Hokage der zweiten Generation selber. Schade. Das wäre es nämlich gewesen, wenn der zweite Hokage plötzlich bei uns in der Charakterliste auftaucht. Hätte ich mich gefreut, doch. So ganz dezent gefreut. Wäre geil gewesen.
grüne Punkte? Warum gleich zwei? Sakura schon wieder. Was ist los? Irgendwas mit Drache, also wird es Feuer sein. Scheint nicht zu passen. Das Jo zu der Wasserdrachenbombe. Okay. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was los ist. Eigentlich ist Badende. Da ist irgendwas los. Ja, auch noch. Kiba auch noch Bescheid sagen. Oh Gott, Leute. Das machen wir aber alles im nächsten Part, glaube ich. Der auch dann der letzte Part dieser Aufnahme ist. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.